Ja, guten Tag. Ich grüße euch wieder zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ihr befindet uns auf dem Weg zurück nach Skalitz, um die Mission die Heimkehr abzuschließen. Und war dann jetzt praktisch losreiten Richtung Skalitz. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Heinrich, du. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Ja, hier kann man noch ein paar Groschen plündern. Der Rest ist eigentlich eher uninteressant. Das sind noch alte Lebensmittel. Also die wird auch nicht geholt. Ich bin jemand, ich töte die Leute dann immer. Ich bin da relativ gnadenlos. Wenn wir mal alles mitnehmen, wir sind ja sowieso schon ziemlich verladen. Ich würde euch eine Markierung ein Video markieren, wo ihr dann diesen langen Weg jetzt nach Skalitz noch überspringen könnt, dass ihr jetzt hier dem Schneckentempo nicht ewig zuschauen müsst.
am Anfang des Spiels lohnt sich auch so eher kleinere Dinge wie die Axt jetzt mitzunehmen. Einfach um nachher ein paar Groschen zu verdienen. Am Anfang braucht man kann man jeden einzelnen Groschen brauchen. Gegen Ende des Spiels nimmt man solche Dinge im Normalfall eigentlich nicht mehr mit. Ja, ich bin zu überladen, um dem hinterher zu laufen. All diejenigen, die noch nicht so viel Krimskrams dabei haben, die versuchen, den dann zu erwischen. In dem vorherigen Spielstand habe ich das mal geschafft. Den kann man dann stellen. Und, warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen denn getan? Was man mit dem dann macht. Was da unter einem Stein hervorgebrochen kommt. Das wird. Scheißkerl! Was auch mit dem. Mal kurz schauen, ob Technik jetzt einen Unterschied macht. Thank you.
Am Anfang des Spiels ist man relativ schnell überladen. Heinrich hat noch eine geringe Stärke, was erst im weiteren Spielverlauf, wenn die Stärke-Skala dann auch weiter nach oben geht, man in der Lage bedeutend mehr Güter zu tragen, bedeutend mehr Ausrüstung auch mitzunehmen. Das wird also besser, keine Sorge, seid nicht später permanent überladen, wie ich jetzt hier, weil das wird ja den Spielfluss, glaube ich, ja, doch massiv einschränken. Sich erinnert, hier hat Theresa gewohnt, der Müllers Tochter, der wir am Anfang geholfen haben zu entkommen, und hier sind wir runtergekommen, Weichweg.
So, jetzt dürfen wir dann auch endlich dann da sein. Sorry nochmal für diesen ewig langen Weg, für die, die Zeit nicht übersprungen haben. Vorne findet sich dann sozusagen der Haupteingang von Scarlet. Und leider kann man nur über diesen Scarlet betreten. Hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Das wird mir. Scheißkerl! Ja.
damit wäre auch der ready. Jetzt können wir uns mal nach Stalitz bewegen. Mal schauen, wie dort die Lage ist. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Da bedanken wir uns beim Vogt für ein Schwert. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen, hast sie nicht im Stich gelassen, wie ich. So, wer sich noch erinnert an die Sequenz, als Heinrichs Eltern gestorben sind, das war hier vor dem Tor. Bereich. Da müssen wir uns jetzt auch natürlich hinbewegen und werden dann die Eltern gut aufnehmen. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter liegen. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. So, die Eltern haben wir jetzt gefunden, jetzt brauchen wir die Schaufel. Die Schaufel, die findet ihr ja beim Metzger, aber der Metzger ist da nicht mehr. Und erinnert euch noch an Bischek, den ihr prügeln musstet, als ihr das Haus vom Deutschen eingesäut hat mit diesem Kuhmist. Und auf den werdet ihr jetzt dann auch treffen. Zieh Leine, du Drecksköter! Was ist denn los?
in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihm ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Ein Arsch bleibt ein Arsch, ganz gleich in welcher Situation. So ist es recht. Sieh den Schwanz ein. Das Herrchen wird das nicht mehr benötigen. So, jetzt haben wir die Schaufel. Dann gehen wir hoch. Ja, mittlerweile muss man sagen, ehemaligen Haus von Heinrich. Eben dort unter der Linde das Grab aus. Und warten wir da und bestatten. Auch Bianca, Heinrichs Freundin. Vielleicht noch kurz am Rande. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. Und ihr, genau, wie ihr gerade gesehen habt, ich will da noch einen Retterschnaps abstauben. Wie auch den Ring von Bianca. Den könnt ihr nachher Theresa schenken im weiteren Verlauf des Spiels. Alter, der wird nicht einfach nutzlos sein, verkauft werden wie alles andere, sondern er wird noch einen guten Zweck erfüllen.
Hinten sehen wir schon die Winde, unter der wir im ersten Teil erfahren haben, oder wir gehen ins Galitz. Hier wollte Heinrichs Vater beerdigt werden eines Tages. Kam er doch schneller als gedacht jetzt für ihn, aber hier unter der Linde wird dann auch ab sein. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Also, legen wir mal los. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Und jetzt kommt ein relativ unfairer Kampf auf uns zu. Der auch relativ schnell vorbei ist. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Schild. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, hab ich recht. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird.
glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen! Und jetzt befinden wir uns in einer Art Albtraum von Heinrich. Und, Thank you.
steht, man ist relativ orientierungslos. Und wird eigentlich relativ gnadenlos dann auch niedergestreckt von den Kumanen. Brauchst du Hilfe? Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlets? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlets und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlets gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Oh, ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Rathai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss.
Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. So, damit wäre auch diese Mission erfolgreich beendet. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Teil wieder dabei seid. Bis dann!